Hallihallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die mit Anduin. Hallo, grüß euch. Grüß euch. Jo, Feiertag, Farmen. Joi. Ich muss nur mal Real Life trinken, weil es ist ja nicht mehr ausgegangen. Aha. Anduin hat da eine Falltür eingebaut. Hoppala. Nicht so, bin wieder da. Standbild ist auch vorbei. Joi, Falltür und runter. Wula. Und fallen. So. Zumachen, nicht vergessen. Ja, ja. Am besten noch vorlaufen, bis du anstehst, dann umdrehen und dann mit dem Pfeil nach vorne. Dann geht's runter. Ah. Okay. Ist ein bisschen merkwürdiger. So. Aber ich glaube, es ist besser, als wenn immer diese Blöcke setzen. Und ja, ja. Ein bisschen realistischer. Okay. Ich gehe in mein Loch. Ah ja, da waren sie. Wir haben sie in der Nacht wieder gehört und da sieht man auch schon, wo sie waren. Naja, Freude. Sie sorgen dafür, dass Tibor immer Arbeit hat. Freude, Freude, Freude. Gut, ich nehme sie mal alle aus. Mhm. Und einer zerlegt. Das mache ich ja gleich. Okay. Na, weiß ich wenigstens, wofür ich noch die letzten gebaut habe. So, das war's. Dann nehmen wir die gleich mal weg da. Oh, ich habe kein Holz mehr. Na gut. Ja, Vormittag wieder farmen oder gehen wir gleich noch mal rüber? Bitte, farmen, ich brauche Holz, damit ich endlich die Spikes da... Ja. Na, Holz bin ich ja dabei. Okay, ist vielleicht nicht so gut, neben dir gleich Spikes setzen? Na bitte. Du mir nicht mit Spikes einbauen. Dumm gelaufen. Mhm. So, jetzt kann ich den da hinten reparieren. Nicht nervös. Ich hab Holz. Ja, da war doch was. Gut. Jo, passt. Irgendwo so. Baut sich gerade der andere rein, wieder. Wirklich? Yes. Aha, ich höre gerade gar nichts. Okay, spannend. Wo? Aber nicht bei uns, oder? Dann hat mich das getäuscht. Oh, da herüben, ja. Doch, danke. Ohrkreischerin, na Gott sei Dank waren wir auf der anderen Seite. Sonst könnten wir unseren Farmentag schon vergessen. So. Und bringt nicht einmal was mit. Das ist ja nur... Dieser Besuch heutzutage. Wirklich war unhöflichst bis zum geht nicht mehr. Ich gehe in meine Grube. Ich brauche Erde. Okay. Und ja, ich werde dir dann vielleicht noch folgen und auch ein bisschen Holz farmen. Ja. Erde und Clay. Ich mache mich wieder auf da ins Verbrannte. Mhm. Mach das. Eigentlich schon meine Schneebeeren gegessen. Ja. Immer vergieße ich auf mein Frühstück. Wirklich wahr. So. So. Ausdauer ist am Ende. Vielleicht ein guter Plan, dass ich meine auch ist. Zwei davon.
Ja, dann werden wir da jetzt einmal weiter das abfarmen. Hauptsächlich geht es ja ums Holz. Was uns sonst unterkommt, nehmen wir da natürlich auch mit. Alles wird eingepackt. So, ich habe da wieder ein bisschen Klei. Die Schaufel kann ich gleich zerlegen, das ist auch gut. Tibra hat eine Feuerachs gefunden, die habe ich mal mitgenommen. Wobei ein Grau, ja. Jetzt wird auch ein Grenzen. Ja, aber. Und man kriegt schon was raus mit dir, also. Da tut sich was. Ja, die 150er Stein ist aber trotzdem besser. Das probiere ich gerade. Ja, gleich, sind genau gleich von dem, was sie abbauen. Von der Geschwindigkeit. Nur mit der Steinaxt hast du schneller hin, das heißt, die ist effektiver. Ja, dann kann ich die Feueraxt verramschen. Ja. Was, du kriegst da ein bisschen Metall raus, was ist auch okay. Das stimmt, ja. Da haben wir einen Ressourcenstein, den nehmen wir auch mit, wenn er schon im Weg liegt. Erde für den Garten. So. Klee, Klee, Klee. So, die starke Brille, die zerlegen wir. Und das T-Shirt zerlegen wir auch. Das Zeug braucht niemand. Bauen wir selbst schon wesentlich besser ist. Hast du es gefunden oder wie? Hm. Vorhin schon, ja. Das habe ich noch immer mitgeschleppt, da wir die Zombies ausgelöst haben. Recht viel Wurm. Sehr viel muss ich nicht hier geben. Na. Okay. So. Ich mache mich auch auf zum Holzfarmen. Ich hab Spikes, Spikes, Spikes. So. So, da wird uns wieder wärmer werden und dann nehmen wir wieder die Kopfbedeckung. Tragen und der Poncho bringt er glaube ich auch. Ja genau. Mit. Okay, die Brille ist da. In der Nähe. Ich hab schon wieder eine Eisenbahn. So. Das hört man wahrscheinlich bei mir in der Aufnahme gar nicht, weil das ist eben der Game Sound. Den ich da wahrscheinlich nicht höre. Ja, während Farmen was. Es hat einen Halloween-Sale gegeben. Ja. Und davor waren auch ein paar interessante Aktionstage. Unter anderem zu Warhammer Games. Jeder, der sich ein bisschen im Fantasy auskennt, kennt Warhammer. Ah, ja. Und da gab es stark reduzierten Mordheim und Warhammer Vermintide. Ja, Warhammer Vermintide stimmt. Haben sich beide zugelegt. Mordheim habe jetzt einmal nur ich. Beim Mordheim habe ich schon ein bisschen reingespielt, ist ein irrsinnig interessantes Game.
Man hat, also es ist rundenbasierend, Fantasy, man ist auf so Karten und hat halt eine Gruppe an Helden, Kriegern, Söldnern, mit denen man sich auf der Karte rundenbasiert bewegt. Und das Ziel ist halt, Morsstein dort zu sammeln, Gegenstände zu looten, wie bei jedem Rollenspiel und so halt, gibt es da so diese Spirale an seltenen und tollen Gegenständen. Und man hat aber gleichzeitig eine Art Managementfunktion von der Gruppe, weil wenn die im Kampf fallen, auch wenn man den Kampf gewinnt, können die Verletzungen kriegen. Und ja, so ist das halt eine richtige Söldnergruppe. Also es gibt irgendwann einmal Personen, die für den Kampf nicht mehr geeignet sind, weil sie schon einen Fuß, eine Hand oder ein Auge verloren haben, die man dann wieder austauscht. Die schickt man dann in Rente, quasi. Gegen Greenhorns, die sie dann erst wieder hocharbeiten müssen. Also recht spannend. Warhammer Vermintide haben wir noch nicht richtig begonnen, wie beide. Ich habe einmal ein, zwei Testspiele jetzt gemacht. Ist im Prinzip ein Payday im Warhammer Fantasy Universum, so viel kann ich schon sagen. Ja, man darf gespannt sein. Wird man sehen, wie es uns gefallen wird. Wir werden auf alle Fälle mal alle Aufgaben durchmachen mit dem normalen Schwierigkeitsgrad und dann sehen wir eh, wie weit es uns noch fesselt. Wir werden es auf jeden Fall auch ein angezockt machen. Ne? Ja. Ups, immerhin. Es waren ein paar Euro zu haben. Ich glaube, es waren nicht einmal 5 Euro oder so. Und ja, da kann man schon mal zuschlagen. Genau. Aha, was war da? Da war irgendeine Schematik. Nailgun-Schematik. Das ist die. Ja. Wer macht denn von uns Werkzeug? Du machst Werkzeug, ich ne? Ich mach Werkzeug, ja. Gut, dann bringe ich dir das mit. Ups. Ah ja, da drüben fällt der Baum, damit wissen wir, wo die Tiber ist. Genau. Ich behalte den Überblick von hier oben. Okay, da steht ein Schreibtisch. Oh, Sonnenbrille. Nett. Da kann man super herumkrabbeln. Eigentlich müssten wir jetzt den Kartenmittelpunkt sehr nahe sein. Okay. Da klingt immer schon. Ja, da ist. Da ist die Tibra. Na, ah, ist schon ein Stück. Das ist schon ein Stück nach Süden. Mhm. So. Ja, wir werden dann sehen, hoffentlich bald beginnen können, Munition herzustellen. Dass wir richtig anständige Waffen. Ja, und beim Bauen wäre unser großes Ziel, dass wir genau am Nullpunkt von der Karte halt beginnen. Mhm. Wenn wir dort ja dann die Mine anlegen wollen. Gut. So. Ja, heute liegen wir etwas besser in der Zeit. Ja, sehr gut. So. Oh, dich hatte ich schon. So. Thank you.
knistert's bei dir? Ja. Bin aber versteckt. Ich auch. Gut, Steinchen, Steinchen. Ja, sehr schön haben wir das schon geräumt. Reisen wir Richtung Mittelpunkt am Nachmittag? Ne, wir können nicht starten. Ja, dann schauen wir. Warte, komm schon. So. Ich sitze dir. Ah ja, da bist du. Das nehme ich noch weg. Ich glaube, du lässt schon Sachen fallen. Ich bild mir ein, dass ich da jetzt gerade Steine für dich aufgenommen habe. Da sind Steine herumliegen. Nein, ich habe genug Platz. Okay. Ja, warte, ich mache noch Spikes. Damit ich dann setzen kann, wenn ich ja. So, da gehst du auch mit. Da gehst du auch mit. Ha? Im Vogelnest ist ein Malerpinsel. Ja, das war sicher logisch, Elster. Oder? Total logisch. Elsternest, ja, genau. Aber der schimmert ja eigentlich nicht, der glitzert. Ja. Außer er hat eine Metallicfarbe verwendet. Genau. Mhm. So. Schauen wir mal, Mittelpunkt. Mittelpunkt, das müsste da dieses Symbol sein. Ja, genau. Ja, dann laufen wir da mal hin. Schauen wir mal, was wir dort so finden. Ich weiß auch, dass es da ziemlich heiß war. Ja, ich fürchte nämlich, dass wir das wieder abbrechen werden müssen. Wobei, jetzt haben wir ja im Bond schon. Ja, ich zieh ihn noch kurz an. Moment. Yep. So, ich komm schon. Da schaue ich noch rein. Es stellt sich natürlich auch die Frage, was wir alles entfernen müssten, um dort bauen zu können. Okay, jetzt habe ich da plötzlich zwei Symbole. Die da wären? Ah, da unten ist der Händler, wo ich hin muss. Da war er wahrscheinlich. Ja, da unten, da. Da ist der Händler eingezeichnet. Darum habe ich da ein zweites Symbol. Moment, ich scrappe das. Für die Händler-Quest wird der eine eingezeichnet. Ja, ja, genau. Der ist bei mir da unten. Richtung Südosten. Genau. Mhm. So, jo. Den müssen wir auch noch. Ich weiß nicht, dass. Naja. Irgendwie merkwürdig, warum man genau zu dem muss. Wenn man das nicht überall einlösen kann. So, okay, wir sind schon relativ nah. Ich glaube, es wird dieser Kreuzungspunkt da sein. Wäre cool, mitten auf der Kreuzung. Ja, aber da können wir ordentlich was wegnehmen. So, schau mal. Naja, fast. Das müsste genau da an der Ecke sein, oder? Mhm, ziemlich. Okay, dann nehmen wir die Kreuzung in der Mitte. Schauen wir mal, ich bin jetzt... Na, wo soll ich jetzt meine Koordinaten? Achso, jetzt auch. 1 Nord, 0 Ost bin ich. 1 okay. Nord, also ich muss noch einen Block, so. Und 0 Ost, ja okay. Also es dürfte da sein. 0, ja. Ja genau, der Block da ist. 0, ja, da. Moment, nein, ich sehe gerade nichts. Ich beschäftige mich mit einem Brennenden, der wegläuft. So, jetzt läuft er nicht mehr. Oh oh. Mich weg gesehen? Nein. Bei dir. Na, da ist ein Krabbler.
keine Schaufel drin. Aber jetzt ist es gleich weg. So, das müsste jetzt genau der Block sein, ach, den ich da rausschlug. Hallo, was ist mit dir? Genau. Soll ich dir helfen? Ja. So. Ich komme. Sorry. Naja, ich würde sagen, dann bauen wir mitten auf der Kreuzung, oder? Ich habe da so einen Woodframe reingesetzt. Das ist genau. Ein Geier. Wo? Ich höre ihn. Siehst du den Woodframe? Ja. Ja, das dort ist der Geier, hinter dir. Ah, jetzt ist er der Despawned, oder? Nein, nein, ich sehe ihn. Das ist der Nullpunkt, aber wir sollten sowieso ausladen, oder? Ja. Also, laufen wir mal retour. Wo ist er? Ah ja, da. Edi. Laufen wir vielleicht da retour, weil da waren wir noch nicht, dass wir gleich sehen, was da so gibt. Was ist das? Das ist interessant. And Sweets. Oh, da ist schon her. Anscheinend so Anzugsgeschäft, Abendmode. Was haben wir da? Autogeschäft, ja. Ja. Okay, die Autos, glaube ich, kauft auch niemand mehr. Aber sicherlich cool zum Looten. Einiges dabei. Also in den Gebäuden gibt es ja sicher jede Menge Loot. Ja, schön. So, nehmen wir den mit. Mhm. Ja, dann überlegen wir sich etwas Schönes. Ja, da müssen wir viel wegnehmen. Mhm. Wie sollte man einen Großteil von dem Haus dort abtragen? Na, mitten auf der Kreuzung. So genau will ich es dann nicht nehmen. Ja, die Fläche ist klar. Das geht ja nicht anders. Okay. Das müsste man mit Holzrahmen einmal abstecken, aber ich glaube nicht, dass das reicht. Mhm. So, wir müssen da jetzt ein bisschen rüber. Schau, das war eins unserer ersten Häuser. Was? So eines. Weißt du es noch? Hm? In der... Achso, die City Hall. City Hall, genau. Hm. Ja, die war glaube ich noch größer, oder? Hm. Aber schon. Hm. War eine coole Piste. So. Vor allem da halten die Gebäudesteine ordentlich was aus. Nehmen wir den Baum noch mit, Holz. Yucca-Fruits. Halb eins. Ich laufe mal retour. Okay. Dass wir zu unserer Loot-Tour noch kommen. Jo. Wo ist Bettchen? Da ist Bettchen. So weit waren wir. Mhm. Cool. Bisschen was aufgedeckt von der Stadt. Hm. So, ich behalte mal die Spikes, die setze ich dann gleich. Rauf, rauf, rauf. Immer die Treppe rauf. Genau. So. Was habe ich denn da? Federn. Ich bin links drin. Ich ganz rechts. Ah, okay. Die zerlegen wir. Kleber, Kleber, Kleber. Tu da in die mittlere das Schmettig rein. Ja, danke.
Bier. Nett. Warte, ich mach noch schnell Spikes. Okay, ich glaube, die Malerpins mit 36 und 74, die zerlege wir jetzt, haben wir eben zwei 24er gelb. Ja.